So, hier haben wir mal eine neue Rollerbatterie. Und die bauen wir jetzt in den Roller da hinten ein. Und dann hoffen wir mal, dass es daran gelegen hat, weil das haben viele Leute Mehr als 400 Leute mir sind. gesagt jetzt in den Kommentaren. Und das war jetzt einfach mal so die beste Lösung, damit anzufangen. Jetzt quietscht hier so ein bisschen der Lüftermotor, das hat er auch noch nie gemacht. Ja, ich fahre mal rein und dann schauen wir mal weiter. Ja, die Batterie, die ist hier drunter. Schraube ich das mal ab. So, da unten sitzt sie. Ganz schön dreckig. Viele haben ja geschrieben, dass hier das FPC kaputt sein soll, was ich mir aber nicht vorstellen kann. So, da haben wir das gute Stück. Ist eine Mercedes-Batterie. Ja, dann hoffen wir mal, dass die andere gleich ist. Die haben beide 12 Volt, 12 Ampere. Wer kennt die Dinger hier, die so extrem nerven, wenn man so eine Batterie wechselt? Wäre schön, wenn die Kamera das scharf machen würde, aber ich glaube, da kommt nichts mehr. So, da ist jetzt die neue drin. Jetzt muss nur noch hier der Halter fest. Dann die Mutter wieder drauf. Festschrauben. Fest ist er. Dann nur noch hier diese Abdeckung drauf. 9-Poll-Filter haben wir letztens reingemacht. So, hier die Mutter drauf. Habe ich vergessen, die Kappe da auf den Pluspol zu machen.
Machen wir lieber nochmal. So. Kappe ist drauf. Ja, dann räume ich das mal ein bisschen zur Seite hier, mach die Haube zu und dann fahren wir mal. So, ich habe mir jetzt mal warm laufen lassen. Eigentlich muss er dafür gar nicht warm sein, weil das hat er auch im Kalten gemacht. Und jetzt probieren wir einfach mal aus, ob es weg ist. Ich fahre mal ein Stück, dann bleibe ich stehen, tritt die Bremse voll durch und ich würde sagen, ich probiere nochmal. Nee, doch, da kommt's wieder. Da kommt's wieder. Also an der Batterie hat's nicht gelegen. Gleiche Fehler. Aber jetzt geht das Kombi-Instrument nicht aus. Na, jetzt macht er nur die Bremse nicht. Also könnte es wohl doch schon ein bisschen an der Batterie gelegen haben. Weil das Kombi-Instrument jetzt nicht ausgeht und sich nicht neu startet. Jetzt geht zwar die Parkkontrolle, doch, jetzt geht's aus. Jo, an der Batterie hat es nicht gelegen. Ich fahr mal rein. So, ja. Der erste Versuch mit der Batterie hat wohl nicht funktioniert. Ja, war ein Versuch wert. Hätte ja sein können, ne? Ich wollte jetzt mit dem billigsten anfangen. Oder billiger wäre gewesen. Was auch viele geschrieben haben, das Wahlhebelmodul sauber zu machen. Das werden wir jetzt als nächstes machen. Weil, ja, der Batterie hat es wohl nicht gelegen. Jetzt mal was anderes. Ich guck gerade, oder der Postbote kommt gerade rein, gibt mir ein Paket. Ich pack das Paket aus und denk mir, was habe ich denn da bestellt? Ne? Ich guck mir das so an hier, die Teile. Ich denk, hä? Habe ich doch gar nicht bestellt. Dann gucke ich mir hier, lese ich hier, W211 SBC Recovery by OBD. Da bin ich, hä? SBC, kann ich dann das SBC reparieren? Keine Ahnung. Und dann habe ich da mal gegoogelt. Und kann ich mal aufpacken. Und da habe ich gelesen, dass man hier, steht 25% oder 50%, dass man hiermit das SBC zurückstellen kann. Also, das hat mir irgendeiner geschickt, der das Video gesehen hat vorher. Ohne Absender, ohne alles. Ja, ist ja nett gemeint, lieb gemeint, aber das mache ich lieber nicht. Ne? Also einfach so zurückstellen und dann nicht zu wissen, wann das Ding versagt oder wann es nicht versagt, ist mir zu heikel. Ne? Ist ja vielleicht lieb gemeint, ne? Aber nee.
Wenn es neu muss oder überholt werden muss, dann lasse ich es überholen. Aber einfach zurückstellen, ich glaube, damit ist es auch nicht getan, oder? Kannst du auch nicht sagen, ne? Nee. Ne, also die Batterie haben wir neu gemacht, die kleine. Als nächstes machen wir das Wahlhebelmodul, das haben viele geschrieben von euch. Das muss sauber gemacht werden. Und dann sehen wir weiter. Ne? Wird ja nie langweilig mit dem Auto. Ne? Ja, das war's und tschüss.